Joho, Morgensportsfreunde, Tag 4 hier am Start. Und ja, wie kann ein Tag besser anfangen als morgens früh vor dem Frühstück schön am Meer laufen zu gehen? Ja, der Knaller, sag ich euch. Da wird man schön frisch, schön warm. Aber morgens ist es noch ein bisschen kühler als mittags und nachmittags. Und wie man sieht, ich komme da gut ins Schwitzen. Also, da muss man sagen, morgens am Meer laufen gehen ist echt traumhaft. Und jetzt freue ich mich gleich aufs Frühstück. Muss ich schnell frisch machen. Das ist die Dusche. Moment. Wo man neben dem Duschen dann auch mal wieder Pause machen kann. Also bei meiner nächsten Wohnung mache ich mir auch so eine kleine Bank in die Dusche, wo man ein bisschen abhängen kann und dann weiter duschen kann. Wir sehen uns. So, Sportskameraden, wir gucken mal, was Leckeres zu essen heute gibt. Ganz wichtig immer, dass es natürlich gesund ist, gerade für die ganzen Sportler hier. Und deswegen gehen wir jetzt auch zum Koch und fragen mal ganz genau nach, was heute so auf den Tisch kommt, was er mir Leckeres anbieten kann. Vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr was zusammenstellen lassen. Und wir schauen einfach mal. Hallo, Ila. Genau. Guten Tag. Ja, wie ist es? Super. Bei dir? Was hast du gekocht, oder was? Ja, ich hätte gerne was Gutes. Ich mache gerade schönes asiatisches Gemüse für dich. Ohne Glutamat? Ohne Glutamat, das wäre ganz wichtig. Glutamat ist ja was für Weicheier, ne? Wow, der Fisch so drin, aus der Dose. Dann schauen wir mal, was kann hier so. Sieht aus. Ich meine, als Sportler ist ja ganz wichtig, dass du gesunde Sachen kochen kannst. Wollte ich gerade sagen. Was ist Paprika gut? Dazu noch was. Ah, Vitamin C auch gut drin, ne? Das gibt ordentlich schön Power. Bei uns wird das Ganze auch ein bisschen durchgeschwenkt, mal so aus dem Handgelenk raus. Das liegt nicht super, aber gleich da oben. Einfach leicht aus dem Handgelenk raus. Jawohl, da geht er. Ja. Kannst du mal schön die Paprika reingeschäppert, ne? Und, das mal. Was haben wir hier? Was ist das denn? Was ist das? Maiskolben! Ja, so, auch mal rein damit? Ja, mach mal rein. Ganz viel. Sieht gut aus. Da kannst du aber mal schön deine Muckis nähern hier, oder? Ja, ja. Dann kommt das auch gleich, ne? Das sieht ja gut aus. Und dann ganz wichtig, dass das Gemüse noch ein Biss hat, ne? Ja klar, das ist wieder da drin auch nicht ausgelutscht, da müssen wir mit saftig sein. Das sind wir nicht im Altersheim, wo was der Schnabel nee, überhaupt ist. Das brauchen wir nicht. Was ist deiner? Ach, ja, gut. Kannst du mal schön probieren. Mal probieren. Und jetzt wie bei, Schubeck. Probieren. Also erstmal könnten wir jetzt mal treffen. Und? Hammer. Ja. Kann man machen, ne? Wenn das ist. Ja. Ja, da habe ich das hier angemischt und gibt mir Gold. Gut, ich danke dir. Auf jeden Fall. Ich bin wieder mehr, ne? So, ja, da hat der Koch mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, beziehungsweise ich ihm. Gleich geht's, wie gesagt, wieder zum Sport, da brauche ich ein bisschen Kraft und ja, soll ich mal reinhauen. Wie geht's? Hallo. Ist natürlich nur der erste von 5 Gängen, ne? Das muss man natürlich wissen. So, bis später. Moin Sportsfreunde, hier startet die Chefin des Jahres Mega Sessions, ein bisschen Training hier, so ein Stationtraining. Und ja, ich habe gerade schon meine Schuhe vergessen und erstmal hingesprintet, wieder hierher. Ich glaube, mein Workout habe ich auch heute Morgen schon gemacht, aber es gibt keine Ausreden. Das Wetter darf auch keine Rolle spielen und sind ein paar Profisportler mit dabei. Und ich bin mal gespannt, wie die so drauf sind, ob die was drauf haben. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Ready, set, go! Bleib doch mal auf dem Schatten. Bleib mal im Schatten, das ist gut. Wir haben auch nur 5 Stationen. Diese 5 Stationen machen wir 10 Minuten. Easy going. Das ist aber entspannt hier. Kacke! Großartig! Ich bin nur zum Bootfahren gebaut.
Nicht für Beine gebaut. Ich mach gerade Muscle-Phase. Das geht gar nicht. Danke! Schön! Den super Coach, der hier heute das ganze Training geleitet hat und hat richtig, richtig Spaß gemacht, Andi. Ich kann euch nur eins sagen. Er sieht nicht nur gut aus, sondern er ist auch koordinativ. Wirklich in Topform. Koordination ist meine krasse Stärke, das muss man sagen. Vielen Dank, dass du mitmachst. Danke dir. Ja, das war hier die Mega-Session vom Champion des Jahres. Das ist dann wahrscheinlich mal so das krasseste Event von allen. Ich glaube, wenn man recht sportlich ist, kriegt man es gut hin. Aber wie gesagt, das Wetter, das bringt einen zum Schlauchen. Und dann gerade hier das Cardio und Koordination. Ein bisschen pumpen geht ja immer, aber bei dem Wetter dann nochmal so richtig reinhauen, das ist dann noch nicht ohne. Aber macht Spaß. Ne? Muss man ein bisschen Bäuchchen wieder hier verlieren. Jetzt nach meinem 7-8 Kilo, die ich zugenommen habe. Dafür ist das hier der große Beginn. Und ich brauche jetzt ein paar kühle Getränke noch. Ich glaube, für heute reicht das dann auch mit Sport. Wir machen jetzt am Abend hier nochmal eine Bootstour und gucken uns den Sonnenuntergang hier auf dem Roten Meer an. Ein bisschen Musik dabei, vielleicht springen wir mal ins Wasser. Ich denke, das wird ganz schön, um den Tag hier mal ausklingen zu lassen. Und ja, gucken wir mal, dass wir ein paar schöne Bilder machen. Warmes Wasser und bei der Landschaft, bei der Atmosphäre muss man rein.
So, liebe Sportfreunde, für die Abmoderation habe ich einen Experten mitgebracht, Herrn Fassbinder. Wie war der Abend? Wie war der Sonnenuntergang? Was kommt jetzt noch? Guten Abend allerseits. Es war ein toller Ausflug hier ins Rote Meer mit einem gefühlt halben Dutzend Schiffen. Sehr vielen Athleten, die ich, sagen wir mal, in dieser ausgepackten Form bei den Damen überhaupt noch nicht gesehen habe. Und dann musste ich erst gucken, wer es war, sonst identifiziere ich ja Sportler an Rückennummern. Aber hier konnte ich in die Augen gucken, das war sowieso viel schöner. Ja, und dann sind wir irgendwann zurückgekommen, nachdem wir noch die einschlägigen Schlager gesungen haben und die Toten Hosen zuletzt, meine Freunde aus Düsseldorf. Und jetzt sind wir gespannt, was Robinson heute Abend noch so auffährt. Und ich bin sicher, guck mal hier, der Alex Weller, der immer als Erster am Buffet ist, ohne dass er es eröffnet. Und wenn der schon was gefunden hat, dann bin ich sicher, finden wir auch noch was. Obwohl es Leute gibt, die sagen, ich müsste an meinem Körpermittelpunkt arbeiten. Da können wir ja den Leitwort mal fragen. Da gehe ich jetzt bei ihm ins Trainingslager. Genau. Ja. Was muss man essen am Abend, damit man in Form bleibt? Ja. Ich würde eher so Hühnchenfleisch vorschlagen. Proteine am Abend. Proteine? Ist das aber Gerücht, keine Beilage. Dass wir nur Proteine essen sollen? Nee, aber Kohlenhydrat braucht man auch für den Kopf. Genau, wollte ich auch nicht sagen. Genau. Sieht aber ein bisschen fettig aus, ne? Ja, aber da ist Knoblauch drin, das ist wieder gesund, das verbrennt Kalorien. Das ist gleich. Und außerdem habe ich gehört, wir trainieren morgen zusammen. Wir trainieren. Und ich werde einmal zu Boden ringen am Strand. Wahrscheinlich nicht, okay. Aber. ich bin bestechlich. Du musst dich einfach schlecht stellen, genau. Ja. Ja. Mal ein Bier an der Bar ausgeben, dann machen wir das. Das machen wir, ich danke aber dir. Du hast meine Gewichtsklasse, ich sehe schon. Ja, aber wahrscheinlich lange nicht so fit wie du. Das ist einfach nur Optik. Lass es dir schmecken. Schönen also. Abend noch, bis bald. Ja, das war der Abend und ich werde jetzt auch nochmal schön reinscheppern und dann gehe ich schlafen. Und morgen, wie gesagt, treffen wir den Kollegen Herrn Leipold wahrscheinlich nochmal und da gibt es wahrscheinlich noch ein paar tolle Inhalte. Schönen Abend, ciao.